Klimaanlage ein bisschen runterdrehen, erinnern. Hast du deinen Mensa-Kaffee geholt? Mhm. Er ist gestern ein bisschen länger geworden. Aha, wieso? Die erste Fassung von meiner Diplomarbeit endlich abgegeben. Du hast das gehört ein bisschen gefeiert. Sonst hast du am Schluss noch Stress gehabt. Du schluckst die ganzen Zitate noch einfügen müssen und überprüfen müssen, weil ich es beim Schreiben nicht gemacht habe. Ich will mich nicht aufhalten müssen mit den Formalitäten und mich auf das Schreiben konzentrieren. Das habe ich jetzt am Schluss ein bisschen bereut, weil zum Teil nicht mehr genau gewusst habe, wo habe ich die Sachen her und alle Unterlagen durchsuchen müssen. Und weil ich es halt dann doch Parameter. Ich meine, bei Seminararbeiten denkst du nicht so viel dabei, ob das jetzt passt. Aber wenn es die Bearbeit ist, dann, wo du weißt, dass es vielleicht genau überprüft wird, dann bist du halt ein bisschen paranoid zum Teil. Ja, das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört. Aber die Elena, Freundin von mir, die war jetzt bei dieser Agentur für wissenschaftliche Integrität, ja. Und das, die Sachen prüfen? Ja, in Österreich, ja. Und hat sich da ein bisschen näher informiert, weil es uns doch noch nicht so ganz klar war. In enger Zusammenarbeit mit der Universität Wien untersucht die österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Grüß Gott, Frau Dr. Föger, Elena Heurich, Uni Wien, Broadcast, Studentinnenfernsehen. Wer und was ist die Agentur für wissenschaftliche Integrität? Die Agentur für wissenschaftliche Integrität wurde im Dezember 2008 gegründet, und zwar als Verein. Die Mitglieder dieses Vereins sind heute inzwischen 30 verschiedene Organisationen. Dabei sind im Prinzip alle österreichische Universitäten. Wo kann man jetzt die Grenze zwischen Plagiat und Handbuchwissen ziehen, da ja auch schon ein Text, der in eigenen Worten wiedergegeben wird und ohne Quellenangabe ist, ein Plagiat darstellen kann? Das ist eine sehr schwierige Frage, und das müssen im Prinzip diejenigen Betreuer oder Begutachter der Arbeit für sich feststellen. Ich würde mal anraten, man zitiert lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, um da eben keine Probleme einzugehen. Beim Eintreten in diesen Raum haben wir einen Tresor zu Gesicht bekommen. Was bewahren Sie darin auf? Tja, ganz was Spannendes, nämlich unsere Akten. Es ist natürlich so, dass ich da am Tisch nichts liegen lasse, sobald ich den Raum verlasse. Und dass sämtliche Akten auch zum Schutz der Hinweisgeber und natürlich auch der Beschuldigten sicher abgesperrt werden müssen. Plagiat verjährt nicht. Wenn man Arbeiten untersucht, die vor 20 oder 30 Jahren geschrieben wurden, kann man da gleiche Maßstäbe anlegen wie bei neu verfassten Arbeiten? Ja, das ist eine sehr aktuelle Frage. Und auch irgendwie schwierig zu beantworten. Also eines ist mal klar, zitieren musste man vor 20 Jahren genauso wie heute. Es kann natürlich sein, dass damals die Zitierregeln nicht so festgelegt waren, wie sie heute sind. Da müsste man halt entsprechende Professoren befragen, die damals solche Arbeiten begutachtet haben, ob die damals eben andere Richtlinien angesetzt haben als heute. Nachdem die Kommission im Juni 2009 ihre Arbeit begonnen hat, gab es natürlich eine gewisse Anlaufzeit. Also sprich, im Juni hatten wir 5 Anfragen an die Kommission, im Juni 2009 dann hatten wir 2010 bereits 11 Anfragen, und jetzt haben wir 2011 und es ist erst Juni und wir haben bereits mehr als, glaube ich, inzwischen 24 Anfragen. Und wenn man sich das dann genauer ansieht, dann gibt es hier einen gewissen Punkt, nämlich den Februar 2011, und da sind unsere Anzeigen absolut in die Höhe gegangen. Und das lag daran, dass damals die zu Gutenberg-Affäre in die Medien kam und plötzlich jeder gewusst hat, was ein Plagiat ist, und auch sehr viele Personen sich dann bei uns gemeldet haben und gesagt haben, also sie haben da ein Problem mit jemandem, der von seinem Buch abgeschrieben hat oder von seiner Diplomarbeit auch oder von seiner Dissertation. Und gibt es jetzt zum Beispiel für jemanden, der das nicht absichtlich macht oder einfach schlecht zitiert, eine Art Schutz, dass er eben dann nicht seinen Doktortitel im Nachhinein aberkannt bekommt? Es ist ja beim Plagiieren auch so, dass es eigentlich zwei Tatbestände gibt, die erfüllt sein müssen. Das eine ist, dass man die Zitierregel nicht richtig eingehalten hat, aber das andere ist die Täuschungsabsicht. Dass jemand vielleicht eine Fußnote oder zwei oder drei vergessen hat anzugeben, das, glaube ich, wird noch jeder durchgehen lassen, deswegen wird noch kein Titel aberkannt.
Die Frage ist natürlich, wenn man 5 Seiten wo wortwörtlich abgeschrieben hat, ich glaube, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob hier die Täuschungsabsicht vorhanden war oder nicht. Gibt es keine europäische Einheit oder keine gemeinsame Regelung? Ich wäre die Erste, die froh ist, wenn es sowas geben würde. Das finde ich ganz nett. Das ist von der Universität in Rotterdam, Erasmus-Universität Rotterdam, wird an die Studenten verteilt. Da geht es um Cheating and Plagiarism. Wenn man sich das dann genauer anschaut, also einerseits natürlich niederländisch, auf der anderen Seite dann auf Englisch, wird eben kurz erklärt, was ist ein Plagiat, worum geht es da, warum soll man nicht schwindeln in Prüfungen und so weiter. Das ist eigentlich eine sehr nette Geschichte. Ich bin so froh, wenn ich mich nie wieder mit dem Thema auseinandersetzen muss, aber es ist gut zu wissen, dass es so sonst so gemacht im Sommer. Ich habe mal auch was gelesen, was nicht unbedingt jetzt unmittelbar für die Uni, zum Beispiel hier. Sicher, das klingt immer sehr unimäßig. Ja, es ist jetzt nicht direkt von meinem Studio und es hat mich einfach mal interessiert, weil ich schon so viel davon gehört habe. Immer wenn ich in meinem Innenhof rumlaufe auf der Uni, das immer wenn ich die Freudbüsten und dergleichen, ja. Kommst du nicht aus in Wien. Herzlich willkommen in der Universität Wien. Begleiten Sie uns auf unserer Tour durch die Alma Mater Rudolfina. Entdecken Sie mit uns prunkvolle Räume, eindrucksvolle Orte und herausragende Persönlichkeiten dieses Hauses. Just beat it! Für das Original dieser Büste saß Sigmund Freud selbst Modell. Sie wurde von David Paul Königsberger angefertigt und dem berühmten Psychiater im Jahr 1921 zu seinem 65. Geburtstag von seinen Schülern und Freunden verehrt. 1856 in Mähren geboren, kam Freud im Alter von 3 Jahren nach Wien, wo er auch aufwuchs. Zunächst wollte er Politiker werden, entschied sich dann aber doch für die Medizin. Er studierte an der Universität Wien und wurde hier 1885 für das Fach Neuropathologie habilitiert. Nach Forschungsaufenthalten in Paris und Nancy erhielt Freud 1885 an der Universität Wien die Lehrbefugnis. Zugleich arbeitete er als praktischer Arzt, wobei er sich zunehmend der Erforschung seelischer Krankheiten zuwandte. Aus seinen grundlegend neuen Ansichten über das Seelenleben entwickelte er die Wissenschaft von den unbewussten seelischen Vorgängen sowie die Psychoanalyse. 1902 wurde ihm der Titel eines außerordentlichen Professors, 1919 eines ordentlichen Professors verliehen. Freuds Einfluss währt bis heute weltweit. Unter seinen Schülern waren viele später ebenfalls bedeutende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie etwa der Begründer der Individualpsychologie Alfred Adler, die erste weibliche Psychoanalytikerin Helene Deutsch oder der Begründer der analytischen Psychologie Carl Gustav Jung. Freuds Veröffentlichungen wie »Die Traumdeutung« oder »Das Ich und das Es« gehören auch außerhalb wissenschaftlicher Kreise zu den meistgelesenen theoretischen Schriften des 20. Jahrhunderts. Von ihm geprägte Begriffe wie das Unbewusste, der Ödipuskomplex oder auch der viel zitierte Freudsche Versprecher sind ins sprachliche Allgemeingut übergegangen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1938 musste er, 82-jährig, emigrieren und starb ein Jahr später in London. Dort richtete seine Tochter Anna, die ebenfalls als Psychoanalytikerin Bedeutung erlangte, später ein Museum ein. In Wien befindet sich das vielbesuchte Sigmund-Freud-Museum seit 1971 in dessen langjähriger Wohnung und Praxis in der Berggasse 19. Bereits 1955 wurde eine Kopie von Königsbergers Büste erstellt und hier im Arkadenhof feierlich enthüllt. Der Marmorsockel trägt ein Zitat aus König Ödipus von Sophokles. Und haben Sie die Stuhlgebühren wieder erhöht?
Also Studiengebühren muss ich jetzt nicht zahlen, also das weiß ich nicht, das, da bin ich noch befreit. Aber den ÖH-Beitrag, genau. Ja, den haben sie wieder erhöht. Mhm. 17 Euro sind es dieses Semester. Und ja, den muss ich immer einzahlen. Bis wann ist es? Ja, das ist ja auch eine gute Frage. Ja, ich habe da draußen eine Infotafel, wenn du nachschauen gehen willst. Ah, dort, okay. Ja. Ich schaue mal nach, kommst du mit? Zwei. Ja. Das können wir jetzt liegen lassen. Das ist zur Fortsetzung des Studiums ist die Einzahlung des ÖH- und Studienbeitrages notwendig. Der ÖH-Beitrag ist inklusive Versicherung dieses Semester 17 Euro. Wie viel man überweisen muss, erfährt man von der Rechnung, die man per E-Mail zugesendet bekommen hat, oder im Univis unter dem Punkt Studien ÖH-Beitrag. Das Ende der Zulassungsfrist ist der 14. Oktober. Die Nachfrist läuft vom 15. Oktober bis zum 30. November. In dieser Zeit erhöht sich der Studienbeitrag um 10%. Der ÖH-Beitrag bleibt allerdings gleich. Wer die Nachfrist versäumt, verliert die Zulassung. Das Ende der Frist für den Antrag auf Erlass des Studienbeitrages ist der 31. Oktober. Zahlungsmöglichkeiten sind per EPS-Zahlung, Online-Banking und Zahlschein. Im Univis unter dem Punkt Studien- und ÖH-Beitrag findet man weitere Informationen. Man sollte beachten, dass es mehrere Tage dauern kann, bis der Betrag überwiesen wurde. Das ist auch wichtig, wenn man die langen Schlangen bei den Wiener Linien für das Semesterticket umgehen will und sich das Ticket online ausdrucken möchte. Die Antragsfrist für die Studienbeihilfe im Wintersemester 2011/2012 läuft vom 20.09. bis zum 15.12. Es gilt das Datum des Poststempels. Am Montag, dem 3.10. um 11 Uhr findet die Inauguration des neuen Rektors statt. Der scheidende Rektor übergibt an Heinz Engel. Der Krebsforschungslauf 2011 findet am 8. Oktober statt. Start ist am Universitätscampus im Hof 2. Informationen zur Anmeldung findet man auf der Homepage des Krebsforschungslaufes. Michael Landau, Caritas-Direktor und Absolvent der Biochemie und Theologie an der Uni Wien, ist am Donnerstag, dem 20. Oktober, bei Unitalk zu Gast. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail notwendig. Die Schwerpunkte des nächsten Bücherflohmarktes des Alumni-Verbandes sind Sachbücher und anspruchsvolle Literatur. Der Verkauf findet vom 10. bis 21. Oktober im Arkadenhof des Hauptgebäudes statt. Ja, diese Frist ist ja eh relativ lang dann. Ja. Und verstehe nicht, dass manche Leute schaffen, dass sie die Frist dann einhalten. Also ich hoffe, das sind nicht allzu viele. Wenn man was passiert dann? Man verliert die Zulassung, man muss sie neu fürs Studium anhalten. Verliert man aber nicht die Stunden, die man schon gemacht hat, oder? Nein, man kann, also man muss nämlich in den neuen Studienplan, den aktuellen, einsteigen. Das heißt, man kann die alten Sachen anrechnen lassen. Aber das ist ja nicht einmal so das Problem. Es ist ja jetzt dieses Semester, Wintersemester 2011/2012 neu. Erstens die Online-Voranmeldung. Mhm. Und da muss man sich ja bis 31. Neu? Ja, die ist neu. Man muss sie bis 31. August schon anmelden fürs Wintersemester. Mhm. Und das heißt auch, wenn du es jetzt versäumst, musst du bis zum Sommersemester warten. Und dort musst du dann auch bis 31. Jänner anmelden. Aber musst du da schon sagen, was du studieren willst? Oder musst du einfach nur sagen? Okay. Man muss sich für das Studium schon. Man kann sich ja für andere anmelden. Ja. Also ein bisschen mehrere, das ist nicht bindend, aber okay. Man muss sie anmelden. Wenn du sie nicht anmeldest, bis 31. August kannst du die. Beschleunigt es dann den Prozess, das inskribieren, weil das ist ja das, wo du letztens ewig lang stehst. Naja, und was ja noch dazu kommt, dann ist die neue Studieneingangs- und Orientierungsphase. Und das ist für alle, die jetzt anfangen zu studieren,
verpflichtend, dass sie in ein eigenes Fass machen. Ja, ist bei allen Studien. Was ist, wenn du das nicht schaffst? Ja, ich meine, schwere fürs Studium, wie auch bei den normalen Prüfungen, nur hast du weniger Prüfungstermine. Das ist mir so an, da bin ich echt froh, dass wir das nicht mehr machen müssen. Also, ja. Laut Gesetz müssen ab dem Wintersemester 2011-2012 alle Bachelor- und Diplomstudien eine Studieneingangs- und Orientierungsphase haben. Dieses DEOP soll aus einer oder mehreren Lehrveranstaltungen bestehen und sich über mindestens ein halbes Semester bis ein Semester erstrecken. Erst durch ihre positive Absolvierung dürfen weitere Lehrveranstaltungen und Prüfungen absolviert werden. Der Umfang des DEOP variiert je nach Universität und Fach. An der Universität für Bodenkultur umfasst die STIAB etwa 4-6 ECTS, an der Uni Salzburg 4-12. An der Uni Wien sind es sogar 15-30 ECTS. Neu ist auch, dass es anstatt der üblichen 4 Prüfungsantritte nur noch 2 gibt. In der Autonomie der Unis liegt, ob es einen dritten gibt. Schafft man die 2 Prüfungsantritte nicht, so heißt das Sperre für das Studium an der jeweiligen Universität. Besonders arg ist es bei den Lehramtsstudien, die ein gemeinsames Modul in der Studieneingangsphase haben. Schafft man dieses nicht, ist man für alle Lehramtsstudien gesperrt. Daher ist es besonders empfehlenswert, sich über die Studieneingangs- und Orientierungsphase für das jeweilige Studium, das man belegen möchte, genau zu informieren. Das kann man bei StudentPoint oder bei der Inskriptionsberatung der ÖH machen. Du hast die Theater- und Medienwissenschaft gemacht, ja? Ja. Vielleicht auch was Neues? Naja, ich war im Juni, wahrscheinlich hast du damit deine Diplomarbeit beschäftigt, beim Gastvortrag. Mhm. Der hat geheißen, super Name, die Medialität der anderen. Überlegungen zu einem kulturanthropologischen Medienbegriff am Beispiel des Lift Up Over Sounding der Kalu. Okay. Worum geht's da? Naja, der Jochen Bons, der was das gehalten hat, ist Soundforscher. Okay. Fand ich schon mal interessant. Und na, die Kaluli sind so ein Urenstamm in Neuguinea, das Englische. Okay, ja. Wie heißt es auf Deutsch? Neuguinea. Ah, also eben. Okay, Neuguinea, Ureinwohner, ja. Ja, und das ist dieser Stamm, den wir schon sehr viel erforscht haben, weil er so abgeschlossen lebt. Und der hat irgendwie so die Klänge, die was diese Leute beim Arbeiten machen, während der Arbeit erforscht. Okay. Weil die eben keinen Einfluss von außen haben, oder wie? Ja, deswegen sind sie gut zu erforschen. Mit kultureller Medialität meine ich etwas, das sich besonders deutlich in den Studien der alten Ethnologie zeigt, die sich für fremde Kulturen interessiert, und diese holistisch beschreibt, also etwas, was man heute eigentlich nicht mehr macht. So ist etwa mit dem Namen Clifford Geertz die Vorstellung verbunden, Kultur lasse sich wie ein Text lesen, was er in so einem bekannten Text über den balinesischen Hahnenkampf vorführt, indem er eben den balinesischen Hahnenkampf als Ausdruck der balinesischen Kultur überhaupt liest. Stephen Feld, der diesen Begriff des Lift Up Over Sounding aus der Kaluli-Kultur herausgelesen hat. Feld ist ein sehr renommierter Sound Studies-Vertreter heutzutage. Das ist ein relativ überschaubares Forschungsfeld, also überhaupt, ne, weltweit, nicht nur hier, sondern überhaupt. Und er ist so einer von den wenigen, die da so den Status eines Klassikers, könnte man sagen, oder einer Autorität tatsächlich besitzen, nämlich mit seiner Studie über die Kaluli und das Lift Up Over Sounding. Das ist Textural Densification. Also hier geht es um die Materialität, um eine starke Materialität des Klanglichen. Und Feld merkt hierzu Folgendes allgemein an. The visible and invisible inhabitants of the Bosavi rainforest are always lift up over sounding. Also mit anderen Worten, dieses Prinzip in Synchrony while out of phase und andererseits auch dieser Textural Densification ist irgendwie immer präsent in dieser Wirklichkeit. Und ich möchte kurz so ein Hörbeispiel anspielen, damit Sie und ihr so eine Vorstellung davon bekommt, wie das klingen kann. Das ist eine
Also ich glaube, dieses In Synchrony, weil Out of Phase Moment wird da ziemlich deutlich. Und auch diese Materialität des Klangs vielleicht, zum Beispiel in diesem schlagenden Geräusch, was damit verbunden ist, dass die beiden gerade auch Sago machen. Also es ist auch eingebettet in so Alltagshandlungen, die eben auch Geräusche produzieren. Es gibt auch viele Aufnahmen, bei denen man Wasserfälle im Hintergrund rauschen hört, also die, wo quasi die Wasserfälle auch aufgesucht werden als Teil des Gesanges dann sozusagen. Ich kann mir auch sehr viel weniger aufwendigere Forschungsansätze vorstellen als ethnografische Fallstudien, um Untersuchungen in diesem Bereich zu machen, die sich genauso gut eignen zur Exploration klanglicher Objekte und Situationen hinsichtlich der in diesen inhärenten Formen und Dynamiken von kultureller Medialität. So findet sich insbesondere in der deutschsprachigen Popmusikkritik eine Tradition, Popmusik in ihrem Inneren funktionieren als ein Modell für Gesellschaftskritik und auch als ein Modell für Kollektivität zu verstehen. Also in ihrer, aus ihrer Ästhetik das gewissermaßen herauslesen zu können. Der Schritt hin zum Modellcharakter für Erscheinungsformen kultureller Medialität ist dann, glaube ich, nur noch klein. Ich nehme an, das war recht aufschlussreich und interessant, oder? Ja, und du kannst dann, wenn du magst, weil das war ich mir ja gedacht, weil du das studiert hast, den ganzen Gastvortrag im Internet anschauen. Ja, ich schaue mal, ob ich Freizeit habe und was über Neuguinea lernen möchte. Ich sollte sie eh mehr Freizeit haben, wenn es fertig ist. Lieb, von wo kommt ihr? Also wir studieren hier. Ah, ihr studiert hier? Theater, Film und Medienwissenschaft und das ist halt so ein Projekt, das müssen wir machen. Genau, das okay. Ist ein kurzer Beitrag. Aber machen danke, wir. Gell? Kein so, Problem. Hast du's? Okay, hi, wie heißt du denn? Ich bin die Alexa aus Vorarlberg, hallo. Hi Alexa, du, wo verbringst du denn gerne deine Freizeit in Wien und wie? Ja, am liebsten beim Shoppen in der Maria-Hilfer-Straße, tagsüber, mit Freunden in einem Netzcaféhaus sitzen, in Sacher. Mehr kenne ich da nicht. Und ja, zum Abfeiern gehe ich gerne ins Flex oder in die Bögen. Oder das Bermuda-Dreieck ist schon noch gut. Und hast du da irgendeinen Lieblingsclub in den Stadtbahnbögen? Brot und Spiele heißt da einer, der ist super. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin heute einen Tag da, seit 3 Jahren, juhu. Wir werden das Viertel heute noch unsicher machen. Meine Stimme, ich habe nicht so viel gesoffen, ich bin krank. Und ja? Wo geht's dann heute Abend hin? Heute Abend sind wir uns am Überlegen, eventuell ins Flex oder in die Bögen oder ja, was sich ergibt. Irgendwas ergibt sich da immer, oder? Alles klar, dann bedanke ich mich. Schönen Tag noch, gell? Gerne, danke schön. Tschüss. Okay, super, danke. Wie verbringst du denn gerne deine Freizeit in Wien? Am liebsten sportlich. Sportlich? Also Laufen, Tennis spielen, Radfahren, ja. Und wo machst du das dann? Alles eher Donauinsel, also ja. Oder halt Tennishallen, die es halt gibt, so okay. In der Umgebung. Oder wo gehst du denn Nachmittag gerne hin? Abend eher gerne in Bars, also es kommt auch an, so bei Mutterdreieck oder so. Hast du da eine Lieblingsbar? Eigentlich nicht, ne. So Lieblingsbar wäre ist Flug am Praterstern. Und sonst versuchen wir eigentlich, dass wir so viele Lokale wie möglich kennenlernen. Da sind wir nicht so wählerisch. Wo verbringst du denn gerne in Wien deine Freizeit? Also ich muss ehrlich sagen, dieses Semester habe ich relativ wenig Freizeit gehabt, weil ich eben in der Uni gearbeitet habe und sehr viel Stress gehabt habe in meinem Studium. Aber ich bin sehr gerne im Tunnel Vienna zum Beispiel. Also ich wohne da in der Nähe, 7/8. Bezirk. Kennst du den? Ja, kenne ich. Und also vor kurzem Donauinselfest quasi, also Donauinsel ist auch immer super. Und ja, also laufen tue ich auch ziemlich gern, wo es geht, in verschiedene Parks und so weiter. Wo und wie verbringst du denn gerne deine Freizeit in Wien? In Wien? Ja, von der Zeit, die mir übrig bleibt, verbringe ich sie eher im Freien. Und ja, wenn, dann zieht es mich schon zum Grünen hin. Also Donauinsel, in die ganzen Parks und ja. Hi Marc, du, wo verbringst du denn gerne deine Freizeit in Wien? Wenn ich Freizeit habe, dann gehe ich gerne nach Schönbrunn und gehe da spazieren, ein bisschen genießt, einfach die freie Zeit, wenn nicht so viel Stress ist. Ansonsten wird freie Zeit zum Üben genutzt. Hi, what's your name? My name is Future Love Sivanda. Future Love, really? Yeah, that's my real name. Okay, so Future Love, what do you do in your free time? Well, I go walking, especially at the Danube, but mostly I spend my time at the Museum Scotia. What are you doing there? Just laying in the sun and, you know, I
I usually spend my time in Chungelvin in the kids theater because I work a lot of times with kids there. So after that, I just go to the square, to the MQ, and then just bustle at the sun doing nothing. And have a spritzer over there? Have a what? A spritzer? Of course, yes. Nice. So where do you go when it's night, you know? Do you spend your time like in clubs movies, and stuff? Movies, and I watch a lot of theaters. Theater performances like in Chungel also. Okay. And what theater do you prefer in Wien? Kids theater, they are so much fun. Like, anything that has to do with children and little kids is much more fun than adults. I find it that way, yeah. Okay. So thank you for that. You're welcome. And have a good day. Of course, yes. Bye. Thank you, bye. Sonst noch irgendwas, was ich verpasst habe, was ich mal anhören und anschauen sollte, wenn ich jetzt Experten getroffen habe. Leider war ich kein Netflix-Ein, aber immer wieder nach Holland.